Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon von meinem Wahnsinnsvorhaben erzählt habe. Och nee. Aber ich habe tatsächlich vor, in Tomb Raider 4 eine Minute zu überleben. Oh, gescheitert. Doch nicht? Okay, dann nicht. Aber ich habe tatsächlich vor, Tomb Raider 4, die Maske des Todes. Nein. Tomb Raider 4, Revelation. Auch so ein 0815-Titel eigentlich. Ich habe tatsächlich vor, dieses Spiel heute durchzuspielen. Oh Gott, du Baba. Das war dein Gute-Nacht-Lied. Heute durchzuspielen. Und das ist, hört sich ein bisschen wahnsinnig an. Es ist jetzt 9 Uhr irgendwas. Am Morgen des Mittwochs oder Samstags. Irgendeiner von beiden Tagen ist es. Und ich stehe vor einer verschlossenen Tür. Was sagt mir das? Geh auf! Hätte ja klappen können. Brecheisen? No. Scheiße! Jetzt bin ich bis hier oben hin und dann ist da nix. Was soll denn der Kack? Ah. Was habe ich im Leben falsch gemacht? Womit habe ich das verdient? Warte mal, da habe ich ja noch gar nicht gesehen. Man kann da anscheinend rechts rein. Hallo. Hier ist nichts. Super. Ich bin runtergefallen, aber im Prinzip ist es auch nicht so schlimm, weil da oben war ja nichts. Bis auf die verschlossene Tür. Muss man sich vielleicht merken, wenn man 10 Kilometer weiter einen Hebel umlegt und man sieht in der Cutscene, dass sich eine Tür öffnet, ist es wahrscheinlich diese da. Aber, kann man hier hoch? Also, natürlich kann man hier hoch. Nur die Frage ist, macht das Sinn? Da komme ich nicht hin. Von der Seite vielleicht? Die Frage ist, ist das hier nur ein sehr präziser Sprung oder ist das einfach, nö, kannst du nicht, Junge, hau ab. Warte mal, da ist eine Leiter. Dieses Teil? Da ist ja noch so eine verschlossene Tür, oder? Ja, offenbar. Das eine Rampe? Nee. Okay, mit dem Auto komme ich auch nicht da hoch. Auto, ich meine mit dem Quad-Dingsbums. Nee, Motorrad. Es soll ein Motorrad sein. Aua. Warte mal. Nein. Der Nebel. Es sieht alles so vielversprechend aus, aber nichts hiervon ist irgendwas. Das da ist wahrscheinlich dann eine Tür, die sich später erst öffnet. Vielleicht kann man dann mit dem Quad durch. Mit dem Motorrad, verdammt nochmal. Es ist kein Quad. Ist mein Mikrofon eigentlich richtig rum, ja? Nein, das ist schwul. Lass uns einfach mal versuchen, mit dem Motorrad. Mit dem Quad-Torrad. Hätte ja klappen können. Runter, Lara. Runter. Steig aus. Danke. 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 Moment mal. Mit Anlauf? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Marco. Überhaupt nicht. So wäre es von der Höhe her richtig, aber ich komme nicht nah genug ran. Okay, Nee, das ergibt keinen Sinn mehr. Hallo, Altwitch. Was ist das denn?
Soll auch nur toll aussehen, oder was? Ja, und hier sind wir dann wieder da. Wo ich an diese Kante komme, wo ich dann letzten Endes vor einer vor verschlossenen Toren einfach allein gelassen werde. Voll fies. Kann ich eigentlich hier oben aussteigen? Nee, okay. La 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 la. Führt mir auch nur hier runter. Ja, okay, Leute, jetzt ist es offiziell. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Ich suche mal ein bisschen herum im Internet und wir sehen uns dann wieder. Wobei, ach so, das ist jetzt nur. Ja, okay, ich sehe mich mal etwas genauer um. Oh, was? Ach so. Ja, das wäre auch eine Frage. Was zur Hölle hat es damit auf sich? Hey Leute, ich weiß nun offiziell, dass ich dumm bin und dass ich schlecht bin. Ich habe einen kleinen Blick riskiert in einen Walkthrough, Video-Walkthrough von Badass Games hier auf YouTube. Zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens, ich weiß jetzt, wie es hier weitergeht. Weiter habe ich nicht geguckt, ich habe genau an dieser Stelle pausiert. Und zweitens, der Mensch hat, wie war es nochmal, 71 große Medipacks und 51 kleine oder sowas. Und ich habe zwei kleine und zwei große. Also... Ja, das sieht man mal, dass ich weniger brauche, ne? Nein, what the fuck? So, auf jeden Fall, ja. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Das ist die Quintessenz der gesamten Erkenntnis. Und ich bin schlecht. Das ist, auch ein Detail, das ich ungern preisgebe, aber es stimmt halt. So, Bastard. Was? Wieso klappt es bei ihm und bei mir nicht? Er hat einmal geschossen, das Ding war weg. Was ist denn hier los? Der Kanister, genau der, kein anderer. Hä? Ich habe das Video auf meinem anderen Monitor und ich habe genau den Frame, wo... Ich verstehe es nicht. Wieso sollte das nicht klappen? Wieso klappen bei anderen Leuten Dinge, die bei mir nicht funktionieren? Ich habe Explosiv-Ammo. Probieren wir die mal. Nein! Einfach nein. Ist ja gut. Was zur Hölle? Was soll denn diese Scheiße jetzt? Wisst ihr, langsam fühle ich mich verarscht. Es klappt bei ihm eindeutig hundertprozentig problemlos. So, nimm diesen verdammten Revolver. Schieß auf den Tank. Vielleicht müssen wir irgendwie reinzoomen. Er hat auch reingezoomt. Ich weiß gar nicht, wie man reinzoomt. Jetzt geht es. Habt ihr das gesehen? Was war denn das eben? Speichern. Ja, und hier geht's dann wohl. Jetzt können wir wahrscheinlich hier hoch. Was heißt wahrscheinlich? Hundertprozentig. Außer es gibt eine unsichtbare Wand. Mich würde es mittlerweile gar nicht mehr wundern. So, guten Tag. Ich weiß aus Erinnerung, dass um die Ecke hier noch was war. Ja... Genau das meinte ich. Wo bin ich? Ach so, okay. 78 Medipacks ist denn wahnsinnig. Über 100 insgesamt. Hat der sie nicht mal? Ist doch krank.
Ja. What the fuck? Easy, Bro. Okay, alles in Ordnung. Ach, die Anusse sind tödlich. Diese scheiß Wandanusse. Das ist aus Borderlands 2, oder? Das sagt doch dieser Roboter am Anfang. Dieser komische. Naja, so, nachdem wir jetzt wissen, dass die Wandanusse tödlich sind, würde ich sagen, evadieren wir sie. Das stimmt doch gar nicht. Was heißt vermeiden auf Englisch? We managed to avoid drowning. Ja, avoid. Evade, was heißt evade? Ja, komm, ganz ruhig, Junge, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, nicht furzen. Okay, meine Freunde. Da brennt irgendwas, keine Ahnung, hat irgendjemand Hundekacke angezündet. Und lass mich raten, ich komme doch so wahrscheinlich hinter den Geschützturm. Ja. Lass uns speichern, weil wahrscheinlich wird es ja sowieso nicht direkt funktionieren. Okay. Ausnahmsweise doch. Kann ich direkt da durch? Was ist denn da los? Oh. Hey, Kumpel. Ganz ruhig. Immer diese Knups. Knupsi-Bupsis. Nose, ich kann nicht darunter, weil das nicht ein Block hoch ist. Tomb Raider. Der Tomb Raider. Ich sag's dir. Mach diesen Fehler niemals. Irgendwas in meinem Leben ist schrecklich schiefgelaufen. Ja, und hier läuft gerade. Doch. War das jetzt ein verzweifeltes Nein, kurz vorm Sterben? Also sieht man mal, wie badass Lara ist. Sie sagt einfach No. Wo andere schreien würden. So, durch da. Oh ja, fuck, fick, fick, fick. Oh jo. So, ganz ruhig. Jetzt durch. Ja, natürlich. Ich muss hier Schaden nehmen.